So, da wären wir wieder. Lassen wir die Zwerge mal fleißig weiterarbeiten, vor allem das hier alles ausgraben. Aber in der Zwischenzeit gibt es noch eine Menge Sachen, die ich so nachtragen will. Zum einen habe ich in den Kommentaren gelesen, dass ich Webster zweimal vergeben habe als Zwergnamen. Das geht ja schon mal gar nicht. Dann muss ich noch einen Namen ändern, noch einen Namen hinzufügen, eine Straße bauen und überhaupt. Und den Depot-Access überprüfen. Denn ein Kollege von mir hat das Problem, dass dass die Wagen von der Karawane nicht mehr zu seinem Depot kommen, weil er Fallen gebaut hat. Das fand ich ein wenig komisch, denn normalerweise blockieren Fallen den Weg nicht. Ich hatte dann den Verdacht, dass irgendwelche Bäume im Weg gewachsen sind, aber ich habe bei ihm keine gesehen. Ich drücke jetzt mal ganz kurz Shift-D. Das ist ein recht nettes Tool und ich habe genau das gleiche Problem. Oh, das ist neu. Okay, weg mit den Fallen. Wie machen wir das dann? Also früher war ja meine Lieblingstaktik, einfach einen ganz, ganz langen Tunnel mit ganz, ganz vielen Fallen zu bauen. Und schon kommt kein Goblin durch. Das müssen wir jetzt ändern. Wie machen wir das? Wir können es ausnutzen, dass die Invader meistens einen direkten Weg nehmen. Das heißt, den direkten Weg machen wir in voller Fallen und den umständlichen Weg für die Karawane, die machen wir so im Schlangenmuster hier irgendwie so drumherum. Der kommt dann halt keine Fallen rein. Aber die müssen trotzdem hier erstmal weg. Oder? Ja, die müssen weg. Tut mir leid, armer Mechanikerzwerg. Überall XXXXX. Und die Miner haben jetzt noch mehr zu tun. Ist die Frage, ob das funktioniert. Das ist aber echt übel. Also ich meine, es ist gut, dass sie es reinprogrammiert haben, denn es war vorher echt cheaten, wie leicht man seinen Fort sichern konnte. Das macht das Ganze jetzt aber ganz schön übel. Okay, ich wollte einen Zickzack-Kurs bauen. Das heißt, eine Idee wäre einfach, wir machen jetzt hier so einen Weg. Der so. So. So meinetwegen. Und bauen dann hier Fallen hin. Das heißt, die Goblins, weil sie den direkten Weg gehen wollen, gehen durch die Fallen durch. Die Karawanen jedoch fahren dann hier außen rum, weil sie da halt nicht durchpassen. Und dann hier nochmal und dann nochmal und dann nochmal. So haben wir wenigstens ein paar Fallen. Das heißt, wir lassen immer drei Felder frei. Machen das hier drei Felder breit. So, und da müsste doch ein gutes Schlangenmuster dabei rumkommen. Jetzt ist die Frage, was überhaupt funktioniert. Weil vielleicht sehen die Goblins die Fallen ja auch und gehen einfach den Schlangenweg lang. Aber dann haben sie wenigstens längeren Weg und wir haben mehr Zeit, die Miliz wach zu rütteln. Also Hex und seine Jungs. Eins, zwei, drei. Da. Ah, eine Kurve kriegen wir noch hin. So. Nee, das war zu viel. X. So. Aber ja, vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich den nicht bekommen, hätte ich mich wahrscheinlich ein, zwei Jahre lang gewundert, warum denn keine Karawanen mehr vorbeikommen. So, das müssen die Miner machen. Da das auch eine ziemliche Priorität hat, mache ich jetzt hier mal ein X hin. Und da mal ein X hin. Und da mal ein X hin. Dass denn die ganzen Räume hier gar nicht erst angefangen werden abzubauen. Und hier unten genauso. Das kommt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Jetzt haben die Miner keine Zugänge zu diesen designierten Bereichen, dürften sie also eigentlich ignorieren. Und sonst haben die momentan. Oh, hier unten haben sie noch jede Menge Aufträge. Okay, das muss auch alles geixt werden. Sonst haben sie ja Monate zu tun, bevor sie da oben anfangen können. Das hier auch noch alles, das müssen wir später neu machen. So. Das schaut gut aus. Das heißt, die Miner dürfen jetzt noch die kleinen fünf Fitzelchen hier abbauen und dann war es das. Und dann gehen sie hoffentlich gleich hier unten ran. Der Mechaniker baut dann hier die Fallen ab. Obwohl abbauen kann, glaube ich, jeder. Das können sogar Kinder. Das ist ganz praktisch. Und ja, in dem Spiel bin ich auch für Kinderarbeit. Sonst essen die jetzt nur das Essen weg. Sind ja nichts für was anderes gescheit. Nein, das will ich natürlich nicht sagen. Georgon, der Welpenschlechter, hält sehr viel von Kindern. Arbeit. So, da werden die Fallen abgebaut. Sehr schön. Gucken wir gleich mal mit Shift-D. Ja, die kommen jetzt weiter. Übel, übel. Aber Hut ab vor Toadie, der das gemacht hat. Der
guckt wenigstens auch, wie man das ausnutzen kann, mit den Fallen hier zum Beispiel und so weiter, damit es einigermaßen realistisch ist. Auch wenn ich das gerade bei dem Prinzip mit den Steinschlagfallen nicht so wirklich nachvollziehen kann. Obwohl, wie funktioniert eine Steinschlagfalle? Wahrscheinlich irgendeine Art Druckplatte. Wenn man drauf tritt, wird sie ausgelöst. Das heißt, sie müsste auch von der Karawane ausgelöst werden. Ja, ein bisschen Sinn macht schon. So, und bevor die gleich hier anfangen, die ganzen Mechanismen zurückzutragen, drücke ich mal B und Shift-T für Fallen. Diesmal baue ich aber keine Steinschlagfallen, sondern gleich die Cage-Traps, also die Käfigfallen. Denn die sind ja wesentlich effektiver. So, wir haben 15 Mechanismen. Das ist doch schon mal schick. So, Cage-Trap, Cage-Trap, Cage-Trap. Ist nur die Frage, ob wir auch genug Käfige haben, aber ich glaube, das war eine ganze Menge. Ah, ich habe gerade getestet, ob man mit der Maus inzwischen platzieren kann. Kann man nicht. Weil er hat nach und nach auch ein paar Kommandos mit der Maus eingeführt. Da achte ich jetzt immer drauf, ob es zwischendurch nicht vielleicht doch geht. Zum Beispiel das Designieren. Wenn man jetzt DED drückt, kann mit der Maus einfach sowas ziehen. Was dann ganz praktisch ist, um ein etwas komplizierteres Muster zu zeichnen. Anstatt dann immer auf geraden Linien sich bewegen zu müssen. Genauso mit X auch, um irgendwelche Kleinigkeiten wegzumachen. Das ist schon ganz praktisch. Natürlich wäre ein richtiges ansprechbares Interface noch viel toller, aber das dauert wohl noch eine Weile. So, und zack, kommt die erste Elfenkarawane. Das ist ein gutes Timing. Vielleicht hat die auch einfach nur gewartet, bis endlich der Weg frei war. Die standen da und was machen die dummen Elfen, die dummen Zwerge denn jetzt schon wieder da? So, Shift-D. Noch können die da durch, aber sonst können sie hier außen rum, so weit, so gut. Schön wieder Pause drücken. Wir wollen erstmal R drücken, dass Gerogon zum Depot läuft. Dann wollen wir auf N gehen, runter zum Bookkeeper, S drücken und auf Lowest Precision schalten, damit er jetzt erstmal sich Verschnaufspause gönnen kann. Das heißt, wahrscheinlich läuft er gleich wieder zu seinem Bett und schläft erstmal. Aber er wacht dann hoffentlich auf zu dem Zeitpunkt, wenn die Elfen hier eingetroffen sind. Und dann wollen wir noch Sachen zum Depot bringen, und zwar kistenweise Spielsachen. Scrollen wir runter. Crafts, da haben wir noch eine Kiste. Aber Toys, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Kisten voll. Und es sind Elfen. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir nicht die Kisten mitverkaufen. Oder auch Sachen, die mit Holz dekoriert sind. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich mit den Elfen im Krieg liege meistens. Ich verkaufe irgendeinen Krimskrams, der dann verschnörkelt wurde mit Holz. Also meinetwegen jetzt irgendein Stahlplattenpanzer, wo dann Holzverzierungen drauf sind und deswegen erklären sie mir den Krieg. Weil ich halt mich nicht jedes Mal die Items ganz genau angeguckt habe. Das ist denn schon ärgerlich. So, Karawane kommt, Gerogon. Oh, Gerogon wartet schon. Das ist doch mal löblich. Ich guck mal ganz kurz auf unsere oberste Etage, wie viele Käfige wir haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12 genug. So. Und hier unten seht ihr auch, bei den Käfigfallen sieht man wirklich, ob sie scharf sind oder nicht. Also ob ein Käfig drauf ist oder nicht. Dunkelgrün war, glaube ich, nicht aktiv und grün war aktiv. Also hellgrün. Gucken wir mal kurz. Der da müsste dann aktiv sein, der ist inaktiv und der ist jetzt von dunkelgrün auf hellgrün gegangen. Schön, schön. Das heißt, wir haben unsere ersten zwei aktiven Fallen. Was auch ganz praktisch ist, denn die Goblin-Invasoren und die Goblin-Diebe, die kommen meistens auf die Karte zum selben Zeitpunkt, wie die Karawane eintrifft. Was zu recht üblen Situationen führen kann, vor allem später, wenn man unbedingt auf eine Karawane wartet und die dann zeitgleich mit der Goblin-Invasion eintrifft und dann die Goblin-Invasion die Karawane überfällt. Und man hockt drinnen in seiner Festung, hat alles darauf vorbereitet, dass die Goblins reinkommen und stattdessen muss man dann mit seiner Armee rausgehen, um die Karawane zu verteidigen. Ja. Denn wenn die Karawane zu oft überfallen wird und die Zwerge tötet oder die Elfen, wer auch immer gerade die Karawane führt, dann kommen die irgendwann nicht mehr. Und das ist ja nicht so toll. Oder die werden richtig stinkig und erklären uns den Krieg, weil wir halt ihre Karawanen nicht geschützt haben. Aber gut, ich guck mal ganz kurz, ob wir schon Handel treiben können. Ja, können wir. Und die haben Lehm dabei. Lehm wollen wir nicht. Nein, danke. So, was haben wir noch? Ein Holzkäfig. Also wir dürfen von den Elfen Holz einkaufen. Wir dürfen es ihnen nur nicht geben. Die glauben wohl, sie haben da irgendwie ein Monopol drauf. Das heißt, wir kaufen das Ding, wir kaufen das Ding. Ein Mongoose, das ist irgendein Tier. Und ja, ich glaube, ich fange jetzt auch an, Tiere aufzukaufen.
Denn dann kann ich, wir haben ja unseren Wohntrakt, also unseren Turm, den verbinden wir nur oben und unten mit dem Hauptturm. Dann würde ich ganz gerne oben und unten in der Verbindung jeweils einen kleinen Miniraum machen, wo ein Käfig drin ist, wo dann alle Zwerge, wenn sie aufwachen, dran vorbeilaufen müssen. Und da tun wir dann jeweils von jeder Tiersorte ein Tier rein, damit jeder Zwerg einen glücklichen Gedanken bekommt, weil er sein Lieblingstier sieht. Das ist eine recht gute Taktik, um positive Gedanken zu bekommen. Dafür braucht man nur halt sehr viele Tiere. So, die nehmen wir schon mal mit. Golden Safe wollen wir nicht. Wir wollen Wein, 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 ein leeres Fass. Buckets wollen wir nicht. Wir wollen auch keine Holzschuhe. Wir wollen auch keinen Sand. Wir wollen Stoff. Damit unser Stoffcrafter mal ein bisschen was zum Trainieren hat. Oh, die kosten aber ganz schön gut was. Also schmeißen wir erstmal auf unserer Seite ein bisschen was in die Waagschale und sehen, wie viel wir da zusammenbekommen. Bei 5 Kisten müssten da schon mehrere 10.000 sein. Ne, nicht 10.000. Eine Kiste ist ungefähr 1.000 wert. Ja, okay. Dann kommen wir auf 6.000, 7.000. Oh, die 120er, das sind jetzt Masterful-Gegenstände. Das ist der höchste mögliche Grad, die ein Gegenstand haben kann. Wenn man Waffen und Rüstung auf diesem Grad herstellt, also mit diesem Symbol, dann sind die auch doppelt so gut wie normale Gegenstände. Das heißt, später fängt man dann echt an, man stellt Rüstungen her und wenn sie nicht masterful sind, werden sie wieder eingeschmolzen. Also wenn man richtig viel über hat. So, die beiden Sachen wollen wir nicht verkaufen. Das sind irgendwelche Beutel. So, immer schön jeden Gegenstand einzeln, bloß nicht die Kisten anwählen. Bei wie viel sind wir jetzt? Bei 4.000. Okay, nehmen wir noch eine Kiste davon. Und nee, 2 Kisten reichen mir erstmal. Aber wir verarbeiten den Stoff hier auch wieder zu irgendwelchen Kinkerlitzchen, die wir dann wiederum verkaufen können. So kann man sich eigentlich recht schnell recht viel Geld machen, indem man einfach Leder und Stoff kauft. Und den Jahr, den das braucht, bis die Karawane wiederkommt, verarbeitet man das ganze Leder und Stoff zu irgendwelchen Kinkerlitzchen und verkauft den dann zum dreifachen oder vierfachen Preis wieder zurück. So, die haben mal richtig, richtig viel Stoff dabei. Das wollen wir aber alles gar nicht. Boah, das sind jetzt schon... Oh, hier geht's los. So, Kräuter, 5 Stück. Kräuter, 5 Stück, Kräuter, 5 Stück. Irgendwelche Beeren, 5 Stück. Ganz viel Essen, das wir zu... Alkohol vergehen können und ein paar Fäden. Fäden habe ich auch immer ganz gerne. Allgemein habe ich von jedem Gegenstand ganz gerne etwas, denn es gibt hier diese Mood Swings. Also wenn die Zwerge von irgendwelchen Dämonen oder Göttern eingenommen werden und dann wollen sie bestimmte Gegenstände haben, um daraus Artefakte herzustellen. Also dann schreit der Zwerg plötzlich rum, ich will jetzt Fischknochen haben oder ich will jetzt irgendwelche Körperteile haben und daraus bastelt er dann eine Puzzlebox oder einen Spielzeughammer. Ja, also da muss man echt von fast jedem Gegenstand etwas da haben. Also von rohen Steinen, von Steinen, die zu Blöcken gemacht wurden, von Edelsteinen, von ungeschliffenen Edelsteinen, Fleisch, Leder, alles muss in irgendeiner Form mindestens einmal da sein. Weil wenn sie nicht das bekommen, was sie gerne hätten, bringen sie sich entweder selber um oder gehen auf den Amoklauf. Aber gut, so, das war's jetzt mit den Sachen, die sie haben. Dann gucke ich nochmal ganz kurz durch. Oh, da war, glaube ich, ein Affe. Ein White-Handed Gibbon irgendwas? Da drücke ich mal ganz kurz V. Ja, ein Gibbon mit weißen Händen. Für 510? Nee, lass mal. Aber ein Kakapu. Was ist denn ein Kakapu? Ein streunender Kakapu. Enter. Ein kleiner, nicht flugfähiger grüner Papagei. Er ist ein Nachtjäger und gehört zu den langlebigsten Vögeln. Okay, den Kakapu nehmen wir auch noch. Und ein Badger. Ein Badger war ein Biber? Nee, kein Biber. Ein... Irgendwas ähnlich aussehendes. Den nehmen wir auch mal mit. Und dann nehmen wir einfach noch 1-2 Kisten mit den Stoffsachen. Nehmen wir noch die Kiste da. Zack. Und die Kiste da.
Das heißt, der Händler macht jetzt einen Gewinn von 1300. Das wird ihm nicht reichen. Also die Kiste wieder weg. Ein Gewinn von 1800. Das ist so 80% Gewinn macht er gerade. Und jetzt drücke ich mal T und hoffe einfach, dass es nicht irgendwas gepatcht wurde, dass wir jetzt auch kein Holz mehr von ihnen kaufen können. Weil wenn das reingepatcht wurde, dann habe ich jetzt echt ein Problem. Müssen wir gucken. Also die Kisten haben wir nicht ausgewählt. Das heißt, auf unserer Seite ist kein Holz. Nur auf deren. Richtig? Auch oben die Kiste nicht? Nee, die Kiste auch nicht. Und die Kiste auch nicht. Okay, T. Ah, wunderschön. Vielen Dank für das Geschäft. Yep, vielen Dank zurück. So, dann kann jetzt mit R der Trader wieder weg. Und mit G die Goods wieder weg. Und somit haben wir zum ersten Mal Geschäfte mit den Elfen gemacht, ohne dass irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt gibt es einen kleinen Cut und in der nächsten Folge bauen wir dann fleißig weiter unsere Käfigfallen hier auf, unsere Steinschlagfallen und machen die ganzen Dinge, die ich eigentlich in dieser Folge machen wollte. Also die Zwerge umbenennen und so weiter. Aber das machen wir halt gleich. Also bis dann.